Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen, hauptsächlich aus Papier, Naturmaterialien oder Dinge, die du schon zu Hause hast. Als allererstes möchte ich mich herzlich für die Kommentare bedanken und ich habe meine 1000er-Grenze der Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht mich sehr glücklich und motiviert mich, hier weiterzumachen. Heute gehen wir zum zweiten Teil der Weihnachtskugeln. Ich hoffe, du warst fleißig und hast dich ausgetobt in deiner Kreativität. Deine Weihnachtskugeln sollten jetzt trocken sein und ich sage dir ganz kurz, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe meine Weihnachtskugeln etwas abgeschliffen mit einem Schleifpapier, das für Holz geeignet ist, und zwar das 180. Nimm kein zu grobes Schleifpapier, sonst könntest du die Fasern aufreißen und es könnten Löcher entstehen. Also 180 ist ideal. Danach habe ich die Weihnachtskugel mit einer Acrylfarbe grundiert, trocknen gelassen und habe dann eine Spachtelmasse angerührt. Das findest du im Baumarkt. Es gibt Spachtelmasse extra für Holz, wo man Löcher ausbessern kann im Holz. Oder du kannst generell Spachtelmasse nehmen, wo du in den Wänden deine Dübellöcher wieder verschließt. Das kannst du auch nehmen. Nimm ganz, ganz wenig Wasser dazu. Und dann trage das auf die Weihnachtskugel auf, lass es wieder trocknen und dann bin ich mit dem Schleifpapier nochmals drüber gegangen, ganz fein, und habe das etwa 2-3 Mal wiederholt, so wie es mir gefällt. So erhältst du einen nostalgischen Look der Weihnachtskugeln. Das musst du nicht machen, das darfst du machen, wenn du willst. Und dann würde ich sagen, wir starten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns ganz am Schluss nochmals. Thank you.
Nun, das sind meine fertigen Weihnachtskugeln. Du hast die Möglichkeit, sie aufzuhängen oder du kannst unten ein Loch reinmachen und einen Schaschlikspieß oder ein Draht einzufügen. Und dann hast du die Möglichkeit, deine Weihnachtskugel direkt in den Weihnachtskranz oder in ein Gesteck mit einzuarbeiten. Das werde ich dir aber auch zeigen, weil das werde ich ganz sicher auch noch machen. Und dann noch möchte ich auf einen Kommentar zurückkommen von der lieben Rosemarie. Die hat mich gefragt bezüglich den Kürbissen, wie dick ich die Pulp aufgetragen habe. Ich habe das 5 mm circa aufgetragen, habe dann die Rillen gemacht und habe die Zwischenräume nochmals mit Pulp aufgefüllt. Die zweite Frage war, ob man nass auf trocken arbeiten kann. Ja, das kannst du. Mach aber auf die trockenen Stellen zuerst etwas Kleister drauf und geh dann mit der frischen Pulp darüber und dann verbindet sich das schön. Dann würde ich sagen, das war's soweit. Das nächste Thema werden Tannenbäume sein. Ich habe da ein paar Sachen gesehen und habe mich da ein bisschen ausprobiert. Das möchte ich dir sehr gern zeigen. Wenn du Fragen hast, bitte schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Abo von dir. Das kostet dich nichts, unterstützt meine Arbeit. Und dann sage ich, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss zusammen.